Bist du selbstständig und arbeitest gelegentlich auch einmal von zu Hause? Dann hast du dir mit Sicherheit auch schon die Frage gestellt, wie und in welchem Umfang du eigentlich dein Heimarbeitsplatz oder ganz modern Telearbeitsplatz oder einfach Homeoffice von der Steuer absetzen kannst. Das ist nämlich möglich. Das ist aber gar nicht so einfach, denn es gibt 2 bzw. 3 unterschiedliche Szenarien und du musst erstmal ein paar Fragen für dich beantworten, bevor ich dir sagen kann, wie du eigentlich dein Homeoffice von der Steuer absetzen kannst. Und die erste ganz zentrale Frage ist: Hast du ein separates, abschließbares Zimmer als Arbeitsplatz zu Hause? Diese Frage ist für viele, viele Jahre überhaupt die Frage gewesen, die den Unterschied gemacht hat zwischen: Du kannst dein Homeoffice absetzen oder du kannst es halt einfach gar nicht absetzen. Inzwischen kannst du aber in beiden Fällen tatsächlich Kosten absetzen. Und zwar die einfachere Möglichkeit ist, wenn du kein separates Arbeitszimmer hast. Das heißt, du arbeitest zu Hause auf der Couch vom Küchentisch oder aber, ja, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, setzt du dich einfach ins Kinderzimmer. Das ist ja gar kein Problem, von da ein paar Telefonate zu machen oder, ja, als Webdesigner zum Beispiel so eine Webseite zu designen. Spricht überhaupt nichts dagegen. In einem solchen Szenario ist es aber ehrlicherweise relativ schwierig festzustellen, wie groß der betriebliche Nutzungsanteil deiner Wohnung jetzt eigentlich ist. Und weil das Ganze so schwierig ist, versuchst du das Ganze gar nicht, sondern du hast eine Pauschale. Das heißt, immer dann, wenn du kein separates, abschließbares Arbeitszimmer zu Hause hast, dann kannst du die sogenannte Homeoffice-Pauschale anwenden. Die Homeoffice-Pauschale beträgt 6 Euro am Tag und du kannst sie an bis zu 210 Tagen pro Jahr anwenden. Das heißt, pro Jahr kannst du insgesamt maximal 210 Tage mal 6 Euro 1260 Euro als Homeoffice-Pauschale in deiner Buchhaltung als Betriebsausgabe erfassen. Wir erinnern uns, das Ganze gilt nur, wenn du kein separates Arbeitszimmer hast. Wenn du ein separates Arbeitszimmer hast, musst du als nächstes eine zweite Frage beantworten. Und zwar: Ist dieses Arbeitszimmer der Mittelpunkt deiner gesamten Tätigkeit? Wenn du zum Beispiel Webdesigner bist und Webseiten designst und einfach immer von zu Hause aus deinem Arbeitszimmer arbeitest und dich auch so gut wie nie mit deinen Kunden triffst, dann ist das Ganze relativ klar. Dann ist der Mittelpunkt deiner Tätigkeit bei dir zu Hause. Oder in meinem Beispiel: Ich produziere YouTube-Videos, ich sitze hier in einem separaten Arbeitszimmer, ich kann die Tür zuschließen, damit ich den Rest der Familie mit meinem Rumgeschrei nicht nerve. Das heißt, ich habe ein separates Arbeitszimmer und der Mittelpunkt meiner gesamten beruflichen Tätigkeit ist in diesem Arbeitszimmer. Anders ist das zum Beispiel bei Hebammen oder auch Dozenten, wenn die woanders Vorträge halten oder Trainings in Unternehmen machen. Wenn ich zum Beispiel eine Hebamme bin und Hausbesuche mache, dann fahre ich ja von Familie zu Familie zu Familie und arbeite dann vor Ort. Oder ich gebe halt Vorträge oder Trainings in Unternehmen. Dann findet ja der Kern meiner Tätigkeit entweder in Familien oder halt in den Unternehmen statt. Und dann ist nicht der Mittelpunkt meiner Arbeit im Homeoffice, sondern halt da, wo ich diese Arbeit und diese Leistung erbringe. Und immer dann, wenn der Mittelpunkt meiner gesamten Arbeit nicht zu Hause ist, dann bleibt mir leider auch nur die Homeoffice-Pauschale von 6 Euro am Tag. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe ein separates Arbeitszimmer und dieses Arbeitszimmer ist der Mittelpunkt meiner gesamten beruflichen Tätigkeit, dann habe ich deutlich mehr Möglichkeiten, die Kosten für mein Homeoffice von der Steuer abzusetzen. Dann kann ich nämlich die anteiligen Miet- und Mietnebenkosten einfach als Betriebsausgabe erfassen. Gehen wir mal davon aus, dass meine Wohnung 100 Quadratmeter hat und mein Arbeitszimmer 20 Quadratmeter davon ist. Das heißt, 20% entfällt ja auf das Arbeitszimmer. Und da kann ich 20% von den Mietkosten und den Mietnebenkosten als Betriebsausgabe buchen. Und wenn du in einer größeren Stadt wohnst, also wenn deine Miete etwas höher ist oder halt die Anschaffungskosten und damit die Finanzierungskosten und auch die Abschreibungen von deinem Eigenheim, dann ist das Ganze wahrscheinlich ein bisschen mehr als 6 Euro. Hier an dieser Stelle übrigens ein ganz dringender Hinweis: Wenn du im Eigenheim wohnst und dir überlegst, ob du dein Arbeitszimmer ins Betriebsvermögen aufnehmen solltest, dann schau unbedingt das Video an, was ich dir einmal oben rechts verlinke. Denn das Ganze kann dir unter Umständen sehr teuer zu stehen kommen. Das Ganze ist eine Steuerfalle, von denen viele Eigenheimbesitzer gar nichts wissen. Aber das Ganze gilt auch nur für Eigenheimbesitzer. Das heißt, wenn du zur Miete wohnst, musst du darüber keine Gedanken machen, dann kannst du ruhig deine anteiligen Miet- und Mietnebenkosten als Betriebsausgabe buchen. Zumindest dann, wenn du die Voraussetzungen dafür erfüllst. Wenn dir diese ganze Dokumentation aber zu lästig ist, dann kannst du tatsächlich auch hingehen und sagen: Ich lasse die Belege und die Verträge einfach
einfach Belege und Verträge sein und ich setze jetzt pauschal 1260 Euro pro Jahr an. Das heißt, du hast quasi das Recht auf Faulheit, dann musst du nichts weiter dokumentieren und buchst einfach 1260 Euro als Betriebsausgabe für deinen Heimarbeitsplatz zu Hause. Das Ganze ergibt natürlich auch dann Sinn, wenn die tatsächlichen Kosten unter 1260 Euro liegen. Dann würde ich natürlich auch immer die Pauschale wählen und nicht die tatsächlichen Kosten, aber wie gesagt, das sollte eher die Ausnahme sein. Und damit kommen wir natürlich zu, das heißt, entweder wie weißt du eigentlich die Tage nach, an denen du zu Hause arbeitest, da reicht ehrlicherweise einfach ein Kalender oder eine Liste, die du führst. Das heißt, du führst eine Liste, in denen du die Tage aufschreibst, in denen du zu Hause arbeitest. Wenn du die 6 Euro pro Tag ansetzen möchtest, musst du irgendwie nachweisen, dass das Ganze jetzt an 127 Tagen der Fall war oder an 203 Tagen. Und dann musst du auch keine tatsächlichen Kosten dokumentieren. Du setzt ja keine tatsächlichen Kosten an, sondern setzt eine Pauschale an. Und das Ganze gilt natürlich auch für die 1260 Euro Arbeitszimmerpauschale. Dann musst du nichts weiter dokumentieren. Wenn du die tatsächlichen Anteiligen Kosten absetzen möchtest, dann musst du natürlich alles dokumentieren. Das heißt, dann musst du unbedingt alle Belege, alle Verträge aufbewahren. Dein Mietvertrag oder die Mietnebenkostenabrechnungen oder Strom und Gas und Wasser, all das, was du zahlst und dann natürlich anteilig in deiner Buchhaltung für deinen Arbeitsplatz absetzen möchtest, da musst du natürlich die Unterlagen aufbewahren. Ganz normal mit deinen Buchhaltungsunterlagen für 10 Jahre. In diesem Zusammenhang entsteht übrigens relativ häufig eine Frage und zwar, was ist eigentlich, wenn mehrere Leute in diesem Homeoffice arbeiten? Oder aber, wenn ich hauptberuflich angestellt bin und nebenberuflich noch selbstständig bin, kann ich das denn doppelt absetzen? Und gehen wir mal davon aus, dass ich hauptberuflich angestellt bin und nebenberuflich selbstständig bin, dann kann ich natürlich nicht mein Homeoffice zweimal absetzen. Ich meine, ich habe die Kosten ja auch nur einmal. Das heißt, ich kann die Kosten dann auch nur einmal absetzen. Das gilt übrigens auch, wenn ich die Pauschalen ansetze. Das heißt, auch wenn ich die 6 Euro am Tag ansetze, dann kann ich nicht einmal 1260 Euro für mein Anstellungsverhältnis absetzen und einmal 1260 Euro für meine Selbstständigkeit. Das geht natürlich nicht. Ich kann insgesamt bis zu 1260 Euro, also 210 Tage mal 6 Euro, absetzen. Du kannst diese Homeoffice-Pauschale aber tatsächlich auch absetzen, wenn du nicht den ganzen Tag zu Hause gearbeitet hast. Also es kann ja beispielsweise sein, dass du vormittags zu Hause gearbeitet hast und dann nachmittags doch in ein Büro gefahren bist. Dann kannst du auch die Homeoffice-Pauschale trotzdem absetzen, wenn du mindestens 50% zu Hause gearbeitet hast. Wichtig ist nur, dass du nicht die Pendlerpauschale und die Homeoffice-Pauschale an einem Tag absetzen kannst. Das heißt, für einen Arbeitstag gilt entweder Homeoffice-Pauschale oder Pendlerpauschale. Beides an einem Tag geht nicht. In diesem Zusammenhang auch noch ein Hinweis zum Thema Büroausstattung und Arbeitsmittel. Die Büroausstattung sind zum Beispiel Tapeten oder Teppiche, Leuchten, Vorhänge und so weiter. Das heißt, all das, was den Raum quasi zum Raum macht, die kannst du tatsächlich auch anteilig absetzen, wenn du die Voraussetzung erfüllst, dass du deinen Arbeitsplatz quasi prozentual absetzt. Also du hast ein separates Zimmer und dieses separate Zimmer ist der Mittelpunkt deiner Tätigkeit. Wenn das nicht gegeben ist, also du irgendeine Pauschale ansetzt, entweder die 6 Euro pro Tag oder die 1260 Euro, dann kannst du diese Büroeinrichtung nicht separat absetzen. Anders ist das bei Arbeitsmitteln, denn Arbeitsmittel kannst du immer separat absetzen. Also ganz konkret, du kaufst dir einen Bildschirm, du kaufst dir einen Laptop, du kaufst dir einen Schreibtisch, einen Schreibtischstuhl und so weiter. Das heißt, du hast ganz konkrete Arbeitsmittel, die du kaufst für deine Selbstständigkeit. Die kannst du immer vollständig absetzen, vollkommen unabhängig davon, ob du eine Pauschale oder die tatsächlichen anteiligen Kosten für dein Arbeitszimmer absetzt. Denn ein Bildschirm, den du nur für deine Arbeit kaufst, den brauchst du ja auch nur für die Arbeit, auch wenn er vielleicht in deinem Wohnzimmer steht. Wichtig an dieser Stelle ist nur, du kannst die Kosten im Jahr der Anschaffung nur absetzen, wenn das unter der GWG-Grenze liegt. Also unter 800 Euro netto bzw. 952 Euro brutto. Und wenn die Anschaffungskosten denn ein wenig teurer sind, dann musst du das wie jede Investition über mehrere Jahre, also die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, abschreiben. Das heißt, da musst du die Anschaffungskosten halt einfach über mehrere Jahre strecken. Und zum Abschluss dieses Videos eine kleine Überraschung für dich. Und zwar habe ich ein Excel-Dokument gebastelt, mit denen du die Aufwendungen für dein häusliches Arbeitszimmer dokumentieren kannst. Es ist natürlich so, dass das Finanzamt das Homeoffice oder den Heimarbeitsplatz natürlich ganz gerne mal überprüft. Das heißt, die wollen Nachweise für deine Berechnung haben. Das heißt, du solltest das für dich natürlich auch einmal irgendwie durchrechnen.
berechnet, bevor du die Kosten auch irgendwie in deiner Buchhaltung berücksichtigst. Und dafür kannst du dieses Excel-Dokument benutzen. Du findest das auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hol dir das gerne, kostet nichts. Und es ist folgendermaßen aufgebaut. Erstmal musst du hier oben so ein paar Dinge über deine Wohnung oder dein Haus angeben. Zum Beispiel hier erstmal die gesamte Wohnfläche. Wenn ich jetzt sage, meine Wohnung ist 123 Quadratmeter groß und die Fläche des Arbeitszimmers ist in meinem Fall 27 Quadratmeter. Dann berechnet er mir hier ganz genau einmal den Anteil der Fläche des Arbeitszimmers in Prozent, also 21,95%. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel die monatliche Miete eintragen, zum Beispiel 1.700 Euro oder die Abschreibungen für meine Wohnung oder mein Haus, wenn es ein Eigentum ist. Das nehme ich hier einmal raus, weil es kann ja nur entweder eine Mietwohnung sein oder mein Eigentum sein. Und dann kann ich hier unten die ganzen laufenden Kosten, also die ganzen Nebenkosten absetzen. Und ihr seht, ich trage hier einfach meine ganzen Kosten ein. Also Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Schornsteinfeger, Reinigungskosten, Gebäudeversicherung, Grundsteuer. Dann rechnet das Tool mir meine jährlichen Nebenkosten aus. Hier in dem Fall jetzt 4.410 Euro. Und hier unten kann ich noch die Ausstattung des Arbeitszimmers eintragen. Also hier zum Beispiel einmal noch für 1.000 Euro Teppiche gekauft und Leuchten für 200 Euro. Das heißt, in dem Jahr nochmal 1.200 Euro extra für die Ausstattung ausgegeben. Und hier ganz unten berechnet er das Ganze dann. Also jetzt in dem konkreten Fall einfach meine jährlichen Mietkosten plus die Nebenkosten. Das sind in meinem Fall für die gesamte Wohnung 24.810 Euro. Und davon entfallen ja 21,95% auf mein Arbeitszimmer. Und das sind dann 5.446,10 Euro. Plus die Ausstattung des Arbeitszimmers. Das ist ja ganz speziell schon die Ausstattung nur fürs Arbeitszimmer. Das ist natürlich auch wichtig. Wenn ich jetzt meine ganze Wohnung tapezieren lasse, dann muss ich hier natürlich auch nur den Anteil, der auf das Arbeitszimmer entfällt, rausrechnen, um hier einzutragen. Aber die 1.200 Euro, die kann ich jetzt natürlich nochmal oben drauf rechnen. Und das führt jetzt dazu, dass in dem Beispiel natürlich relativ viele Kosten angefallen sind. Die Wohnung ist ja auch relativ teuer. Aber sind Gesamtaufwendungen für das Arbeitszimmer pro Jahr von 6.646,10 Euro. Und diese 6.646,10 Euro kann ich als Raumkosten in meiner Buchhaltung berücksichtigen. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, ich habe natürlich unter Umständen bei diesen Kosten auch einen Vorsteuerabzug. Das heißt, immer dann, wenn ich vorsteuerabzugsberechtigt bin und in diesen Kosten auch Umsatzsteuerbeträge enthalten sind, dann kann ich natürlich auch anteilig die Umsatzsteuer geltend machen. Hier gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass es erstmal per se Kosten sind. Das heißt, diese Kosten kann ich dann in meiner Buchhaltung berücksichtigen. Über die Voraussetzung, dass ich diese anteiligen Kosten absetzen kann, haben wir ja schon gesprochen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir deine dringendsten Fragen beantworten. Wenn du aber noch offene Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Check auch unbedingt die Videobeschreibung aus, da findest du nämlich das Dokument kostenlos verlinkt. Und wenn du nicht nur das Excel-File brauchst, sondern auch auf der Suche bist nach einem Buchhaltungsprogramm oder einem Steuererklärungstool, mit dem du dann ja, diese berechneten Kosten irgendwie berücksichtigen kannst, dann schau dir auch mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an. Die verlinke ich dir da nämlich einmal. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust dir jetzt sofort direkt eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es nämlich viele Videos zu entdecken, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.